Hallo und herzlich willkommen bei Sprakuku Deutsch lernen. Auch in diesem Video könnt ihr wieder euren Wortschatz erweitern. Ich spreche wieder über 6 Verben mit fallen als Zweitglied. Dazu gehören die Verben einfallen, entfallen, schwerfallen, leichtfallen, missfallen und hereinfallen. Diese Verben sind trennbar oder untrennbar. Und was sie bedeuten, erfahrt ihr in diesem Video. Sprakuku Deutsch lernen. In diesem Video könnt ihr also euren Wortschatz erweitern. Ja, ihr könnt. Es ist also möglich. Es kann sein, dass sich jemand dieses Video ansieht und danach alle Wörter wiedergeben kann. Diese Person mag ein sehr gutes Gedächtnis haben. Aber das ist wahrscheinlich nicht bei jedem der Fall. Bei manchen geht es hier rein und dort wieder raus. Was müsst ihr also tun? Ich zeige euch nun Verben. Und zu manchen Verben zeige ich euch mehrere Bedeutungen. Und dies werde ich anhand einfacher Beispielsätze tun. Schreibt euch bitte zu jedem Verb die Bedeutungen auf. Und wenn euch das zu viel ist, könnt ihr auch auf Pause drücken. Und dann habt ihr Zeit, um euch dieses Wort aufzuschreiben. Andererseits könnt ihr auch dieses Video erst einmal ansehen und anschließend auf den Link in der Beschreibung des Videos klicken. Denn dort findet ihr einen Link zu meinem Blog und auf meinem Blog findet ihr dann alle Beispielsätze aus diesem Video. Diese könnt ihr dann auf eine Karteikarte schreiben oder einfach in euer Vokabelheft oder vielleicht auch in einer App eintragen, je nachdem, wie ihr euch den Wortschatz am besten merken könnt. Das solltet ihr wissen und wir legen jetzt los. Das erste Verb lautet einfallen. Einfallen ist ein trennbares Verb. Sehen wir uns einen Beispielsatz an. Ich kann am Freitag leider doch nicht kommen. Mir ist gerade eingefallen, dass ich schon einen wichtigen Termin habe. Mir ist gerade eingefallen, dass ich schon einen wichtigen Termin habe. Was bedeutet einfallen hier? Einfallen bedeutet in diesem Beispiel, dass man sich plötzlich an etwas erinnert. In diesem Beispiel erinnere ich mich plötzlich an einen wichtigen Termin und deshalb muss ich das Treffen am Freitag leider absagen. Sehen wir uns den nächsten Beispielsatz an. Maria hat am Wochenende Geburtstag. Was soll ich ihr nur schenken? Mir fällt überhaupt nichts ein. Mir fällt überhaupt nichts ein. Was bedeutet das? Diese Situation kennt ihr sicherlich. Eine wichtige Person in eurem Leben hat Geburtstag. Und ihr sucht nach einem passenden Geschenk. Aber ihr habt überhaupt keine Ahnung, was diese Person denn gerne mag. Ja, in dieser Situation fällt euch also nichts ein. Einfallen bedeutet in diesem Beispiel eine Idee haben oder etwas kommt jemandem in den Sinn. Sehen wir uns das nächste Beispiel an. Entschuldigung, Sie können sich doch nicht einfach vor mich stellen. Da hinten ist die Schlange. Da hinten. Was fällt Ihnen ein? Was fällt Ihnen ein? Vielleicht kennt ihr diese Situation auch. Ihr seid in einem Supermarkt, steht in der Schlange an der Kasse und auf einmal drängelt sich eine Person einfach vor. Was fällt dieser Person bloß ein? Was bedeutet einfallen in diesem Beispiel? Die Frage, was fällt Ihnen ein, bedeutet, was erlauben Sie sich? Das ist natürlich umgangssprachlich, aber in dieser Situation kann man das durchaus mal sagen. Wenn ihr es höflich formulieren möchtet, könnt ihr einfach sagen, Entschuldigung, die Schlange beginnt da hinten, können Sie sich bitte da hinten anstellen? Das wäre etwas netter. Und sehen wir uns jetzt noch ein letztes Beispiel an. Das Fachwerkhaus war ein Touristenmagnet, aber jetzt ist das denkmalgeschützte Gebäude geschlossen. Es droht nämlich einzufallen. Es droht nämlich einzufallen. Hier hat Einfallen wieder eine andere Bedeutung. Stellt euch vor, hier ist ein Haus, ein großes, schönes Fachwerkhaus und es ist geschlossen mit dem Hinweis, dieses Gebäude ist vorübergehend geschlossen, es droht einzufallen. Einzufallen. Das bedeutet, dass etwas bedroht ist, in sich zusammenzufallen. Einfallen bedeutet hier also, in sich zusammenfallen oder in sich zusammenstürzen. Sehen wir uns jetzt ein anderes Verb an. Das nächste Verb lautet entfallen. Dieses Verb ist ein untrennbares Verb. Das erkennt ihr daran,
dass das Präfix unbetont ist. Entfallen. Die Betonung, der Akzent liegt auf dem Wortstamm fallen. Entfallen. Sehen wir uns einen Beispielsatz an. Du, wie sagt man das nochmal auf Deutsch? Oh, jetzt ist mir das Wort entfallen. Ich wusste das noch. Oh Gott. Leider ist mir das Wort jetzt entfallen. Entfallen bedeutet in diesem Beispiel, dass ihr ganz plötzlich etwas vergesst. Was ihr eigentlich immer wusstet, aber jetzt steht ihr irgendwie auf dem Schlauch. Ihr wisst, es ist irgendwo hier oben. Es liegt euch auf der Zunge, aber ihr kommt nicht drauf. Es ist euch in diesem Moment entfallen. Ihr habt es also plötzlich vergessen. Sehen wir uns den nächsten Beispielsatz an. Aufgrund der hohen Inzidenzzahlen in Schulen entfällt der Präsenzunterricht. Stattdessen wird auf Online-Unterricht umgestellt. Was bedeutet entfallen in diesem Beispiel? In diesem Beispiel bedeutet es nicht etwas plötzlich vergessen, sondern etwas findet nicht statt. In diesem Beispielsatz findet der Unterricht nicht statt, weil die Inzidenzzahlen zu hoch sind. Also, der Präsenzunterricht entfällt. Sehen wir uns noch einen weiteren Beispielsatz an. Von dem Preisgeld in Höhe von 1000 Euro entfallen 500 Euro auf den Erstplatzierten, 300 Euro auf den Zweitplatzierten und 200 Euro auf den Drittplatzierten. Was bedeutet entfallen in diesem Beispielsatz? Stellt euch einmal vor, das ist eine Frage im Unterricht oder in einem Test, aber ihr kennt dieses Verb nicht. Könnt ihr dieses Verb trotzdem verstehen? Was müsst ihr tun? Bitte beachtet immer den kompletten Satz, den Kontext, die Situation. Stellt euch diesen Wettbewerb vor. Es gibt diesen Gewinn. Es gibt ein Preisgeld von 1000 Euro und davon erhalten der Erstplatzierte, der Zweitplatzierte und der Drittplatzierte einen bestimmten Betrag. Der Erstplatzierte erhält anteilig 500 Euro, der Zweitplatzierte 300 und der Drittplatzierte 200 Euro. Das bedeutet, ihr könnt den Kontext nutzen, um Verben zu verstehen, die ihr vielleicht zum ersten Mal in diesem Kontext gesehen, gehört oder gelesen habt. Entfallen bedeutet also etwas anteilig erhalten. Sehen wir uns das nächste Verb an. Das nächste Verb lautet hereinfallen oder reinfallen. Ein Beispiel. Stellt euch vor, ihr lauft auf der Straße, holt euren Schlüssel heraus. Oh Mist. Einen Moment. Oh nein. Oh nein. Jetzt ist der Schlüssel in den Gulli hereingefallen. Ist der Schlüssel in den Gulli hereingefallen oder reingefallen? Was bedeutet hereinfallen in diesem Beispiel? Viele von euch verstehen es wahrscheinlich schon, weil das Adverb herein eine Richtung anzeigt und ihr dadurch die Gesamtbedeutung verstehen könnt. Der Schlüssel fällt aus meiner Hand nach unten und dort ist ein Gulli, leider. Und dieser Gulli hat Löcher. Und in eines dieser Löcher ist der Schlüssel hereingefallen. Hereinfallen bedeutet also nichts anderes als irgendwo hineinfallen. Hereinfallen kann aber auch andere Bedeutungen haben und diese sehen wir uns jetzt an. Hey du, dein Auto ist weg. Und dann sagst du, was? Echt? Das gibt's doch gar nicht. Wirklich? Und ich sag dann, reingefallen. Was bedeutet reinfallen in diesem Beispielsatz? Die Situation, der Kontext macht es wieder eindeutig. Ihr habt gemerkt, dass ich offensichtlich einen Spaß mache. Reinfallen nutzt ihr in Situationen, in denen ihr einen Spaß mit jemandem machen möchtet. Also auf Kosten anderer. Meistens ist es in Situationen der Fall, in denen zwei Personen miteinander sprechen und diese beiden vertrauen sich einfach. Also aus Gutgläubigkeit kauft ihr dieser Person alles ab, ihr haltet alles für wahr und deshalb ist es einfach, euch zu täuschen. Reingefallen! Sehen wir uns das nächste Beispiel an. In Stuttgart ist ein älteres Ehepaar auf Trickbetrüger reingefallen. Was bedeutet reinfallen hier? Auch hier bedeutet reinfallen, dass man getäuscht wird. Auch hier waren sie mit Sicherheit gutgläubig. Sie haben das Gute im Menschen gesehen, aber werden deshalb auch überlistet. Sie werden betrogen, getäuscht. Zu ihrem Nachteil.
Dieses Verb findet ihr häufig auch in Schlagzeilen, in Zeitungsartikeln, in eurer regionalen Zeitung zum Beispiel, wenn es um Trickbetrüger geht oder Telefonbetrüger. Und oftmals sind auch ältere Menschen davon betroffen, da sie wirklich gutgläubig sind. Also bitte aufpassen, falls sich mal jemand als Paketzusteller ausgibt und Zugang zu eurer Wohnung erhalten möchte. Also bitte nicht, denn oftmals ist diese Person nicht alleine und eine zweite Person entwendet dann eure teuren Gegenstände. Sehen wir uns noch ein weiteres Verb an. Das nächste Verb lautet leicht fallen. Auch dieses Verb ist trennbar. Ein Beispielsatz. In den Fächern Französisch und Englisch hat er sehr gute Noten. Ihm fallen Sprachen einfach leicht. Was bedeutet leicht fallen in diesem Beispielsatz? In diesem Beispielsatz bedeutet leicht fallen, dass etwas einfach für jemanden ist. In diesem Beispiel sind die Sprachen allgemein sehr einfach für diese Person. Sie sind sehr zugänglich. Sie stellen ihn vor keine große Herausforderung. Das Gegenteil zu leicht fallen lautet schwer fallen. Auch dazu ein Beispielsatz. Dagegen sieht es in den naturwissenschaftlichen Fächern, besonders in Chemie und Physik, nicht ganz so gut aus. Diese Fächer fallen ihm besonders schwer. Schwerfallen bedeutet also, dass etwas eine Person vor eine große Herausforderung stellt. Etwas schwer für eine Person ist. Nicht einfach zugänglich, sondern vor große Schwierigkeiten stellt und man hier Handlungsbedarf sieht. Hier braucht diese Person vielleicht Nachhilfe, muss mehr lernen oder das Fach wechseln, wenn das möglich ist. Sehen wir uns nun das letzte Verb an. Das letzte Verb in diesem Video lautet missfallen. Missfallen ist ein untrennbares Verb. Der Akzent liegt auf dem Wortstamm. Missfallen. Ein Beispiel. Das Verhalten der gesamten Schulklasse missfiel der Rektorin. Was bedeutet missfallen hier? Stellt euch wieder die gesamte Situation vor. Es gibt eine Schulklasse und diese verhält sich einfach nicht so, wie es erwünscht ist. Sie hält sich nicht an die Schulregeln, ist viel zu laut, raucht auf dem Schulhof und so weiter. Und das missfällt natürlich einigen Personen, allen voran der Rektorin. Missfallen bedeutet hier, etwas gefällt nicht. Ihr könnt natürlich auch sagen, das Verhalten der gesamten Schulklasse gefällt der Rektorin überhaupt nicht. Oder alternativ natürlich missfallen. Und das war das letzte Verb für dieses Video. Ein Hinweis, in der Beschreibung findet ihr einen Link und der führt euch auf meinen Blog, denn dort könnt ihr noch einmal alle Beispiele nachlesen und eine Übung bearbeiten. Und diese Übung ist interaktiv gestaltet, das heißt, wenn ihr eine Antwort eingebt, dann erhaltet ihr sofort eine Rückmeldung und wisst, ob eure Antwort richtig ist oder nicht. Und wenn euch dieses Video zum Wortschatz gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch und ein Abo meines Kanals freuen. Sehr gerne könnt ihr natürlich auch einen Kommentar schreiben und mir sagen, was euch gefallen hat oder was euch vielleicht nicht gefallen hat. Und ich freue mich wie immer schon auf das nächste Video für und mit euch und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao!